Schwarzer suchte die Einsamkeit und er hat angefangen, sich auf die Sache mit den Russen zu konzentrieren. Mein Tiefpunkt erreichte ich, am Abend nach dem Rennen habe ich mich mit den russischen Sportlern unterhalten. Irgendwann sagten sie mir, was sie taten. Training, Eating Vitamins, Doping. Ihre Worte. Ihrem größten Gegner erzählten sie, was sie machten. Und da habe ich verstanden. Für sie war das eine normale Sache. Und sie machten es ständig, ohne dass jemand eingriff. Diese Begegnung steigerte die Wut in mir erheblich. Ich musste mich dopen.